Es ist wieder Zeit für mein Projekt, Tales of Symphonia. Und jetzt hast du mal wieder mein Sklave und spielt für mich. Ja. Und weil ich so ein Good Guy bin, lasse ich es sogar auf ihr Kanal hochladen. Aber das Ganze render ich. Aber ihr sollt das nicht wissen. Und wir gehen nach Asgard. Ja, ich hab's gefunden. Dir. Ja, ich wusste schon länger als du. Ja. Wann war ich das letzte Mal hier in Asgard? Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal ein Spiel gespielt? Vor der Ewigkeit. Was heißt bei dir eine Ewigkeit? So wie ich das letzte Mal bei dir war? Du warst noch nie bei mir. Deswegen ja, Ewigkeit. Wir gehen uns erstmal ausrüsten hier. Was war der Tränke da? Nein, okay. Okay, fertig. Und jetzt kommen noch Schwerter. Ist halt nicht viel. Vielleicht kannst du noch was Gutes schmieden. Guck mal rein. Ja, mach ich. Schmieden ist nicht da. Schmieden ist bei den alten Opa da. Nein, du hast gerade hinter der Theke gesprochen, dann kannst du es glaube ich nicht. Du musst vor der Theke mit den Typen sprechen. Siehst du? Blödes Ding. Schwarzes Silber kann ich mir holen. Solltest du. Guck doch weiter. Ja. Was ist besser, das da oder das da? Fürs andere brauchst du Masamune und das hast du noch gar nicht. Stimmt. Sinclair, er ist ausgerüstet, muss ich wegnehmen. Was? Masamune? Ich glaube, Masamune ist besser. Ich glaube, das mit Masamune ist besser. Ich glaube, das ist nämlich ausgerüstet, muss ich nämlich abändern. Ja, hast du jetzt. Ich gucke aber vorsichtig nochmal nach. Was guckst? Wurfstern müsstest du ausgewählt haben. Ja. Stab der Erde kannst du machen. Was ist besser für Gratus, das oder das? Ich würde das dann nehmen. Ja, Silberschwert würde ich nehmen. Nee, ich würde Erde, ja, ich hab die Hydra. So, was brauche ich jetzt noch? Das kann ich machen? Ich mach das da. Ja. Einmal für Lloyd. Einmal für Colette. Pelz brauche ich. Wie viel Grad hast du denn? Alter, okay. Zurück. Was brauchst du? Na gut. Dann Sternschnupfer? Kapstab kann ich. Ja, Stab der Erde habe ich. Weißes Silber brauche ich noch. Tu mir mal einen Gefallen. Mach das jetzt mal fertig. Okay. Was ist, Lloyd? Ich muss noch viel lernen, um starke Gegner besiegen zu können. Hä? Was? Lloyd, du wirst stärker werden.
Hä? Es ist einfach rücksichtslos mit dem Schwert umzugehen und es reicht wohl auch aus, durchschnittliche Gegner zu besiegen. Aber wenn du ein wirklich starker Gegner gegenüberstehst, sieht das anders aus und du, Leute, bist dabei, dies zu erkennen. Dabei wirst du ohne Zweifel stärker werden. Meinst du wirklich? Und jetzt ist er wieder in seiner eher Ego-Pose. Oh. Werde stark, Leute. Okay. Jetzt, mach mal das für... Also, Schwert der Erde war das, ja. Und jetzt rüste erstmal die anderen aus. Weil ich will wissen... Rüste mal alles aus. Ich will was wissen. Ja. Weiter. So, und jetzt gehen wir mal rein. Was machst du? So, du willst, Jetzt gehen wir mal spielen. Ich will jetzt was wissen. So. Okay. Osafune war schwächer, glaube ich, wa? Und Stillschwert ist stärker als Schwert der Erde. Okay. Das wollte ich wissen. Dann mache ich nochmal das schwarze Slipper. Ja. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Also. Verstehst du? Ich wollte nur wissen, was stärker ist, damit du das bessere Schwert ausrüsten kannst. Stimmt. Mach ich mal gerade eins. Okay, weiter. Eisenschutz. Brauchst du wieder schwarzes Silber? Warum brauchst du gerade oft schwarzes Silber? Ich brauche das noch nur Colette. Ja. Weiter. Das habe ich. Ja. Weiter runter. Brauchst du eine Federrobe? Hat sie das an? Muss ich gerade mal gucken. Ja, ja, wer sagt's denn? Wir sind einfach nur gut, wa? Ja. Weiter. Yasui kann keiner. Goldreif. Brauchst du noch ein magisches Tuch? Noch ein magisches Tuch, hey. Das kannst du, beide. Gratis brauchst du nicht. Leute auch nicht. Das war's. Okay, jetzt kannst du den Rest alles ausrüsten. Warte kurz. Na Leute, warte. Warte! Wenn es mal technische Probleme gibt. Ja. Es wird ein bisschen monoton hier. Ah, ich brauche ein paar Rezepte. Mal sehen, ob ich noch einen Wunderkoch finde. Ich bin wieder da. Okay. Sorry. Was war denn los? Mein Vater kam von der Arbeit. Dachte ich erstmal, ich begrüße ihn. Willst du da schlafen gehen, in so ein altes, schlechtes Bett?
Ich dachte, ich suche vielleicht einen Bunterkoch, aber hier ist keiner. Dann können wir ja weitermachen. Naja, ja, ja. Ich wollte mir doch oben zu dem Shop noch. Ich muss da rein. Und ja, manchmal kommt hier ab und zu mal der Wunderkoch. Man weiß aber nicht, wo er immer ist. Ich glaube, hier irgendwo war, glaube ich, sogar einer. Hier ist keiner. Vielleicht kommt er später. Ja. Oder anderes Gasthaus. Es gibt ja, glaube ich, noch ein Gasthaus. Ja, glaube ich, ja. Es gab drei Stück, wa? Ja, im zweiten Tag kannst du nur das da oben benutzen. Andere gehen nicht mehr. Andere sind geschlossen. Okay, warum das? Keine Ahnung. Hast du sie pleite gemacht? Nein, hab ich gar nicht. So wie du mich pleite machst? Wo denn? Naja, ich musste eine PlayStation 4 kaufen. Die PlayStation, die ich mir gekauft habe, die 3er, war nicht von dir. Ja, aber die 4er. Nö, ich habe ja keine 4er. Noch nicht. Kein Wunder, Koch. Oh. Vielleicht dachte irgendwo anders dann drauf. Ja. Jetzt geh hoch. Ich sollte vielleicht noch eine Runde abspeichern. Kennt ihr das, wenn Frauen anstrengend sind? Bedeuten eigentlich diese Ruinen da, beziehungsweise ZT, fragt euch was. Okay. So. Geh mal raus. Geh mal weiter. Meinst du die Ruinen hier? Ja, da, die. Das sind zwei Stück. Was? Es gibt zwei Stück hier, aber die ist nix. Hat die später noch eine Bedeutung oder nie? Im zweiten Teil haben sie eine Bedeutung, eine winzig kleine. Okay. Das war beschlossen. Die Helden flüchten sich nämlich da rein. Vom Wind. An sich haben sie keine Bedeutung, das ist einfach nur so ein bisschen, ja. Ich dachte, vielleicht kommt dann eine Sequenz irgendwie, wenn man was Besonderes macht. Ich weiß auch, was ich machen kann. Was denn? Und was bist du diesmal für ein Demon? Winsel! Du musst winseln! Das ist Hall! Hall, Hall! Bin ich dein Ernst, Colette? Du musst winseln. Nee. Du kannst das aber. Ich möchte aber nicht. Nee. Katzenliege brauche ich noch nicht. Hier ist kein Hund. Aber hinten im Gebiet ist noch ein Hund. Ich glaube nicht, dass das ein Hund war. Das ist ein Drache. Dies würde ich Mary nennen. Ihr Fell ist so weich. Ja, ja. Frage, wie lange kannst du noch heute aufnehmen? Oh, ich habe mir gerade gedacht, Zeit. Ich habe gehört, wir machen bis 0 Uhr durch. Nee. Warum nicht? Weil ich noch im einen Online-Game noch meine Tagesquest abschließen muss. Wer ist das Online-Game? Echo of Soul. Ich muss noch, 80 Monster jagen. Dann mach das schnell und danach machen wir weiter. Ich mach's heute diese Aufnahme fertig und denke ich meine Monster jagen. Gut. Und danach können wir ja weiter aufnehmen von mir aus. Jo.
Oh. Es ist eine. Es ist die Ruine von Asgard. Lloyd, erzähl uns ein bisschen was über die Geschichte dieser Ruine. Nun also. Es ist der Tempel, in dem Kulei, die Dritte, ein Ritual verzogen hat, damit er dem Elementargeist des Windes ein Opfer darbringen hat. Er wollte damit einen Sturm bezwingen, der seit einer Woche tobte. Okay, ich bin jetzt wieder da. Genau! Hast du die letzten 5 Jahre überhaupt etwas gelernt? Sport und Kunst und... Schon gut. Welch perfekte Form! Diese feine Linie soll den Flug der Elementargeister des Windes durch die Lüfte darstellen. Außerdem soll der Stein mit einer der größten Mengen Mana getränkt sein und nachts... Obwohl in der letzten Zeit aufgrund von Mana-Knappheit das Mana, mit dem der Stein getränkt ist, ebenfalls... Oh, Wayne! Wenn das Mana aus dem Stein entwischt, wann ist die schnell? Verströmt es in einen ungewöhnlichen Geruch. Dieser Effekt ist bekannt als was Filmer... Filmer-Effekt. Oh, Wayne! Man vermutet, dass der geheimnisvolle Nimbus um die Plattform diesem Filmament-Effekt zugeschrieben werden kann. Denn da denn Leute zu jener Zeit die wissenschaftlichen Ursachen blablabla bla bla noch fragen. Professor, das ist ein ziemlich kompliziert... Boah, Mann! Sie das wiederholen? Also gut. Welche perfekte Form? Die feinsten Linien soll den Flug der Elementargeist des Windes durch die Lüfte darstellen. Außerdem heißt es, dass dieser Stein mit viel Mana getränkt ist und nachts, obwohl in der letzten Zeit aufgrund der Mana-Knappheit das Mana, mit dem der Stein getränkt ist, ebenfalls knapp werden soll. Wenn das Mana aus dem Stein entwischt, verströmt es einen ungewöhnlichen Geruch. Dieser Effekt ist bekannt als Filamenteffekt. Neben diesem Geruch verursacht das freigesetzte Mana einen Glitzereffekt. Man vermutet, dass der geheimnisvolle Nimbus um die Plattform des Filmament-Effekt zugeschrieben werden kann. Da denn Leute zu jener Zeit die wissenschaftlichen Ursachen nicht bekannt waren, noch Fragen? Schon wieder wiederholen? Achso, ich kann mich bewegen. Oh, du. Ich hab die Stelle voll verfällt. Verzeihung. Aber es hat bei mir fast alles gelesen. Fick dich. Hör zu, Lina, das ist meine Erfindung der Steinbrecher. Mit dieser Bombe können wir die Plattform auf einfache Weise vernichten. Aber, Harry, das ist selten und ist was seltener und wertvoller Reste der... Was? Balakruf-Dynastie. Danke. Wir dürfen sie nicht zerstören. Was sagst du da, Sophie? Die Dinge jetzt stehen, könnte Aisha getötet werden. Aisha mit Kopftuch. Was macht ihr beiden da? So? Wer bist du? Es ist nicht so, wie es aussieht. Wir haben nicht versucht, die Ruine zu zerstören. Oh oh. Was hast du da gerade gesagt? Professor, diese Kerle sagen, sie haben vor, diese Plattform zu zerstören. Und ihr nennt euch selbst menschliche Wesen? Der ist selbst ein halbelfter Typ. Er ist ein Elf, oder? Nee, der andere ist ein Halbelf. Es kommt immer auf die Gene an, wegen den Ohren. Jun ist auch ein Halbelf und man sieht die Ohren wie menschlich aus, oder? Wer? Jun. Juan, der Typ. Ja, ich bin ein Halbelf. Was hat das damit zu tun? Ihr wisst nicht, wie bedeutend diese Ruine ist. Oh oh. Oh oh. Ihr sagt, ihr wollt diese wunderbare Ruine zerstören? Ihr hört zu, während der letzten Periode der Balakruf-Dynastie war diese Ruine... Professor. Was ist denn? Wenn du Fragen hast, heb
hebt sie dir bis nach dem meinen Vortrag auf. Die Bombe ist aktiviert. Ich sagte doch, wenn du Fragen hast, stell sie spät. Ah! Frau, du hast den Schalter bestätigt. Versuche nicht, jemanden anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das ist jetzt egal, gibt es einen Notausschalter? Natürlich nicht. Du musst jetzt nicht noch stolz drauf sein. Ja. Danke, dass du Leute redest, aber mach ruhig. Deaktivieren. Braves Mädchen. Hey, du bist so gut, dass du diesen unkontrollierbaren Steinbrecher stoppen kannst. Du solltest keine Dinge basteln, die du nicht kontrollieren kannst. Die Ruine scheint nicht beschädigt worden zu sein. Was geht dir vor? Ich bin der Älteste. Hä? Jeder, der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Oh nein, es ist der Bürgermeister. Oh oh, lauf! Professor, das riecht nach Ärger, wir müssen hier weg. Aber ich hab die Struktur der Ruine noch nicht. Kommen Sie schon, weg hier. Ah, ich wollte sie mir doch so gerne noch genauer ansehen. Wer waren die beiden? Ich frag mich, warum sie die Ruine zerstören wollen. Ja, die Ruine. Wir müssen sie davon abhalten, solche Dummheiten zu begehen, wie die Ruine zu zerstören. Lasst uns gehen, Leute. Oh, war das für Text. Frage, hast du den Anime-Test aus Symphonia geguckt? Ich habe nur die ersten 4 Folgen gesehen, die von Tete Ala und Vereinte Welt noch nicht. Und von Tete Ala hast du angeguckt und von... Silverwind. Silverwind, ja. Silverwind habe ich die Folge gesehen. Da müssen wir. Ich gehe erstmal in den anderen Häusern spazieren, vielleicht finde ich noch was. Was verdächtig aussieht. Du findest mich? Nee, will ich nicht. Was willst du? Das wissen wir beide. Aha. Leute, sie fängt an, mich zu hassen. Ja. Echt jetzt? So ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Es kann auch mehr werden. Aber du weißt, dass schon Spaß machen. Ja. Was soll das heißen? Oh. Wo können wir jetzt hier reingehen? Unnötig. Kein Wunder, Koch. Nicht für dich. Viel Text. Ihr seid diese Touristen von eben. Ich bin Wissenschaftlerin. Egal, raus hier! Harley, hör auf damit! Das ist mein Haus. Ich weiß, dass ihr diejenigen seid, die Harley und meinen Bruder von abgehalten haben. Ich danke euch. Ich weiß nicht, ob abgehalten das richtige Wort ist. Sie sind uns in die Quere gekommen. Es ist mir egal, wie du es nennst. Der Punkt ist doch, dass die Leute diese Stadt darunter leiden würden, wenn die Ruine zerstört wäre. Aber so wie die Dinge jetzt stehen, wirst du geopfert werden. Geopfert? Es handelt sich um ein Ritual zur Ehre des Elementargeistes Windes. Aisha wurde dafür auserwählt. Ursprünglich bestand das Ritual nur aus dem Tanz und einer Plattform,
Aber... Dieser Idiot fuschte während seiner Forschungen am Siegel herum und brach es. Dadurch erwachte der Elementargeist des Windes und verlangte jetzt Opfer. Das Siegel? Du meinst... Was? Das Siegel? Ja, wenn auch ihr die Dalakovs Ruinen erforscht, müsst ihr doch den Altar kennen, der zur Ehre des Elementargeistes des Windes errichtet wurde. Das Siegel existiert wirklich, wie in den alten Sagen beschrieben. Willst du damit andeuten, dass die Säulen... Was? Säulenhieroglyphen. Danke. Von Balakruf nicht nur am Märchen sind? Hm? Es hört sich nicht so an, als sei das Siegel, als sei das Siegel, was das wir suchen. Zu viele das. Wayne, vergisst du dabei nicht den eigentlichen Zweck unserer Reise? Nun, es ist okay. Schließlich liegt es nicht völlig abseits unseres Weges. Hm? Ja, auf der Rückseite der Plattform findet sich eine kleine Einkerbung und... Schluss jetzt! Aisha wird heute Abend den Elementargeist des Windes geopfert. Raus hier! Wie freundlich. Ich würde sagen, wir gehen speichern, oder? Ja. Wir machen. Ich muss auch kurz Butter einkaufen gehen. Oho. Ja, ich muss dich ja irgendwie einschmieren. Musst du gar nicht. Es macht Spaß. Ah, später kriegst du hier auch so viele Sachen, weil hier so viele Frauen sind. Stimmt. Naja. Bis zum nächsten Part? Genau, bis zum nächsten Part. Welcher Part ist das eigentlich schon? 17? Okay. Bis zum nächsten Mal. Bei Tales of Symphonia. Ciao, ciao.